Ach ja, ich habe vergessen, die Fackel wieder aufzustellen, weil sonst haben wir gleich ein ganz kleines Zombie-Problem. Ja, ich habe extra dafür ein Eisenschwert geholt. Oh. Ich habe auch noch ein Eisenschwert dabei. Zur Not, falls uns sich hier so ein scheiß Zombie mit uns anlegen möchte, sei herzlich eingeladen. Richtig. Also ich bin immer noch dafür, dass es in Minecraft einen Stuhl gibt. Einfach nur, um ihn den Zombies ins Gesicht zu pfeffern. Auf jeden Fall. Die Idee gefällt mir. Oder ein Spaten oder so, weißt du, dann BAM, voll ins Gesicht. Das geht ja schon. Das geht ja schon. Ja, stimmt, mit dem Spaten. Ja, okay, das reicht. Man kann ja mit dem Spaten auch schlagen. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Leider macht er nicht genug Schaden dafür. Nee, genau, da kloppt man ewig drauf los. Müsste eigentlich dann so eine Sprechblase auftreten. Style-Punkte, plus 5 Schaden. Ja, das sieht doch schon mal geil aus mit der Wand. Ich sehe schon kommen, dass wir das Dach nochmal abreißen. Also in dem Texture-Pack, was du nutzt, sehen die Cobblestones doch echt gut aus. Ja, geht schon, ist ganz ansehnlich, aber also altbacken, ne? Finde ich. Ja. Muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber. Wir gucken erstmal, wie das dann im großen Ganzen aussieht. Genau. Upsi. Irgendwie backt das hier gerade ein bisschen. Oh, ist schon wieder hell geworden, habe ich gar nicht mitbekommen hier, weißt du? Ich konzentriere mich hier auf meinen Flur, beziehungsweise auf meinen Boden, um den hier schön zu machen und kriege gar nicht mit, dass es schon längst wieder hell ist. Ist schlimm, oder? Das ist die Minecraft-Sucht, man merkt gar nicht mehr, welche Sachen. Genau. Gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, dass man, dass es sich automatisch, also dass ich, warte, ich fange noch neu an. Gibt es eine Möglichkeit, dass man einen Mechanismus einbaut, der eine Beleuchtung einschaltet nachts? Mit 1.6, ja, da gibt's den Daylight-Sensor, mit dem kann man das was machen. Da habe ich zum Beispiel was gesehen, da hatte ein anderer YouTuber, der halt so Minecraft-Videos macht, eigentlich gucke ich mir das relativ selten, aber das sah sehr interessant aus von ihm, was er halt macht. Mhm. Und zwar hat er halt diesen Daylight-Sensor gehabt. Ja. Und Pistons. Ja. Und der Daylight-Sensor gibt keine Energie ab, wenn es Nacht ist. Ja. Dann hatte er dann halt diese Pistons aktiv und dann hatte er einen Redstone-Block darunter. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es die in 1.5? Ich glaube, die gibt es auch in 1.5 schon. Das war ja das Redstone-Update. Und dann sah das halt so aus, dass dann halt, es wurde Nacht und dann ist dann dieses Piston, wie heißt denn das Ding auf Deutsch? Keine Ahnung. Dieses, was halt Blöcke verschieben kann. Ist halt dann zurückgezogen. Ja. Und hat damit dann den Redstone-Block zurückgezogen, mitten in einen Haufen von Lampen rein. Okay. Und dann hat er halt da das Stromsignal abgegeben. Das sah ziemlich, ziemlich gut aus. Ich mach mal hier die Holzwand weg und fang jetzt dann an hier mit. Ja, klar. So, ich habe jetzt hier soweit auch alles fertig vom Fußboden her. Da können wir noch was wegreißen. So, dann wäre. Ach, die Wand hast du auch schon fertig, sehr gut. Das sieht schön aus. Achso, hier ist gerade eh nichts drin, das heißt, das können wir mit wegreißen. Ich habe mal ganz fix noch eine Schaufel fertig. Noch die Steine drin? Hast du alle Steine schon rausgeholt? Ja, ja. Die sind hier auch alle mit in der Truhe. Okay, ja, schon raus sehe ich gerade. Aber hier sind noch welche drin, zum Beispiel. Hier im Ofen. Ach, Gott sei Dank. Weil wir haben nämlich, ich habe ein paar zu viele in die Bricks verwandelt. Naja. Müsste aber nicht. Achso, hier, das wollte ich machen, genau. Zack. Und halt nur so. 1, 2. Mach da. So, du siehst, da ist noch ein bisschen drin, ne? Warten wir in Erde. Da, ich sehe schon. Habe ich auch wieder ein bisschen was gesammelt. So ein klein wenig.
Leider kann man davon genug haben. So. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Halt. Zack. Und Lapisla schießt mich tot. Pack ich mal hier hinten mit rein. Hast du schon irgendwo Lapislas? Ach ja, warte mal. Wie heißt er? Lapisla Suli. Wo hast du das schon irgendwo reingepackt oder irgendwo gesehen? Ja, das ist hier unter sonstiges. Lapis Lazuli gibt es übrigens auch im echten Leben. Ja, ich weiß. Okay. Das ist mir bewusst. Zeppelin, komm da mal rein. Warte mal, ich mache mal noch schnell ein paar Bäume, ein paar Dschungelbäume hier, Tropenbaumsetzling. Ja, immer doch. Das war ein bisschen neues Holz reinkriegen. Wenn du da das Knochenmehl drauf haust, kriegst du schneller, ne? Ja, ich weiß. Aber wir machen das hier so total herkömmlich mit Bienchen und so, weißt du? Kraxel ist von den Amish. Auf jeden Fall. Bei mir gibt's doch keine Elektrizität. Was ist das? Teufelszeug. Auf jeden Fall. Okay, genug Witze darüber gemacht. Komm. Darüber kann man nie genug Witze machen. Das ist richtig, aber nicht, dass dann irgendwelche religiösen Leute dann zugucken und dann sagen, Kraxel verbreitet satanische Genau. Daten. Und mir da vor der Tür stehen. Edward Snowden 2. Nein, Edward Snowden ist cool. Willst du etwa sagen, dass ich nicht cool bin? Das ist auch richtig. Schande über dich, mein Junge. Ich habe das heute gelesen. Hat einer auf Facebook eine Nachricht geschrieben. Lass uns doch, also pass auf, ich fange mal ganz anders an. Es gibt irgendwo hier in Deutschland so ein Gebäude von der, was offiziell nichts, also nee, anders. Es ist inoffiziell zur NSA. Und ja, das ist so halt inoffiziell bekannt. Und der hat halt geschrieben, komm, lass mal einen Spaziergang dahin machen. Vielleicht sehen wir einen von den seltenen Spezies Spionen, weißt du? Und der hat einen Tag später, beziehungsweise in der Nacht, einen Besuch bekommen vom Staatsschutz, von der Polizei und so weiter. Wegen terroristischer Gefahr. Und das Ganze wurde in die Wege geleitet von, lass mich raten, NSA. Also NSA hat wirklich gesagt, hier, passt mal auf, Leute, der von dem geht eine Gefahr aus. Ihr müsst den praktisch einmal arresten. Also das heißt einmal. Aber auch, wie bitte? Ich dachte eigentlich, es gibt ja dieses Prism, das ist ja das, was die Amerikaner gemacht haben, dass sie hier uns alle überwachen, auch andere Länder halt. Ja. Ich dachte jetzt, wo die Medien darüber waren, dass es halt erstmal pausiert haben und gewartet haben, bis sich der ganze Trubel widerlegt, aber offenbar haben sie ihn ja trotzdem weiterhin überwacht, dass sie dann auch sofort reagieren konnten, oder nicht? Klar. Auf jeden Fall. Also, als ob die damit aufhören, ohne Witz. Nein, das aufhören, ich sagte pausieren. Ja. Dass sich der ganze Nebel legt und dann machen sie weiter. Das. Pass auf, morgen bin ich auch nicht mehr unter uns. Ich werde hier gleich in einmal schwarzen Beutel und dann weg damit. Auf jeden Fall. so einen schwarzen Van, weißt du, was reingestoppt? Knüppel auf den Kopf. Ist dann, so. Dann wachst du auf in Guantanamo. Jetzt lache ich noch, morgen bin ich weg, du. Verdammt. Richtig. Ah, wir haben es auf Video. Ach, scheiße. Ich muss es gleich direkt hier hochladen. Wird sofort von YouTube gelöscht, weil es gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Auf jeden Fall. Terroristisches Material hier. Auf jeden Fall. Oh. Ja, Moment, wir wollten das. Wie tief? So tief, okay. So, also praktisch, ich habe jetzt hier den Fußboden abgeflacht und hier mit dem musst du es halt wieder abschließen. Ja, das ist ja. Also eine Lage drauf und fertig. Wir müssen dann bloß noch die Steine irgendwie umziehen, die Schweine umziehen und dann Bastard. Wie machen wir das eigentlich hiermit? Wollen wir hier diese gesamte Ebene noch ausheben? Wie meinst du? Ja, wir haben ja hier den Keller. Wollen wir den auf die gesamte Ebene hier vergrößern oder einfach so jetzt lassen? Ach so, ich würde ihn erstmal so lassen. Das ist jetzt mit so einem riesen Lagerraum, ne? Ist ja Schwachsinn. Ja, man kann ja auch noch anderen Krams halt da unten reinstopfen. Ja, nee, das hätte ich dann lieber so in extra Räume gemacht, weißt du? Kann ja so eine Art Labyrinth dann auch machen und so weiter. Zum Beispiel. Hast du so ein paar Steine, mach ich dir hier schnell mit. Achso, ja, Schmeiß mal so 50 Stacks rüber. Nee, so viel habe ich leider nicht. Ach, jetzt stellt sie aber an. Okay. Ich habe schon wieder alles in die Öfen reingekappt, also wir haben gleich Nachschub. Sehr gut. Edward Snowden würde übrigens für den Nobel-Friedenspreis
nominiert. Ja? Ja. Ich glaube, die müssen irgendwie ihre Reputation wieder hochziehen, nachdem sie vorher Obama nominiert haben. Ich glaube, der hat sogar gewonnen dafür. Ich glaube auch. Also, ich will mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich bin der Meinung, da habe ich was drüber gelesen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Also, der hat sich jetzt echt zum absoluten Boomer entwickelt. Was ich echt schade finde. Also, ich hatte auch ziemlich viele Hoffnungen da. Auf jeden Fall. Er hatte auf jeden Fall einen Sympathiebonus, ne? Ja, natürlich, aber ich meine, ich hatte halt jetzt wirklich halt so gehofft, dass das nach dem Bush-Regime, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, kann man fast so bezeichnen, ne? Ja, dass halt Obama wenigstens, ich sag mal, die Eier in der Hose hätte, mal ein bisschen was zu ändern, aber offenbar hat er sich auch von den Lobbyisten weichreden lassen. Richtig, ist halt auch nur eine Marionette und ja. Er wird auch zum Politiker geworden. Ja. Egal. So ist das nun mal. Ach. Man muss einfach auch immer alles, weißt du, irgendwie abklappern, erzählen und reden und man kann nicht immer alles totschweigen. Richtig. Irgendwie muss man sich doch mal ein bisschen austauschen und ich meine, wenn wir jetzt morgen nicht mehr da sind, Leute, dann lasst das lieber sein, aber... Dann wisst ihr zumindest die Wahrheit. Richtig. So, ich brauche mehr Zeug. Berühmte Worte von Norex. Ich brauche mehr Zeug. Ich brauche mehr Zeug, genau. Ups. Ich brauche mehr Stoff. Nur noch ein Gramm, bitte. Was? Ich meine... Ein Gramm Stein. Was? Ja, das sowieso. Ein Gramm Granit. Na, ich baue immer drei Klötze aufeinander, ey, verdammte Axt. Was passiert? Na, so. Wie sieht's aus hier mit Steinchen, mein Freund? Ich arbeite mal dran. So. Da haben wir hier noch Erde. Erde brauchen wir jetzt gerade nicht. Die können wir natürlich hier wieder reinscheißen. Einmal bitte umdrehen. Bitte? Oh, sehr, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön, danke. Habe ich schon erwähnt, dass Slabs mit zu meinen Lieblingssteinarten in Minecraft gehören? Ja, also hast du nicht, aber ich stimme dir dazu. Slabs sind toll. Die sind so vielseitig einsetzbar. Richtig. Und ich habe übrigens noch eine Idee, eine ganz tolle, die wir dann machen werden. Ich bräuchte dazu diese Stufen. Die Treppen. Genau. In Slab-Form. Ich glaube, diese hier gibt's nicht als Treppe. Ich glaube, da glaubst du falsch. Meinst du? Ich glaube, ich habe die gesehen. Oder ich irre mich auch, das kann durchaus sein, aber... Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Nee, dann müssten wir das weglassen, wäre aber auch nicht so schlimm. Wäre so ein kleines optisches... Eine kleine optische Aufwertung gewesen. Ach, ich habe doch noch Slabs hier, was mache ich? Ach ja. Also ich meine, es gibt da ja einen Mod, der heißt Red Power. Der hat auch die sogenannten Mini-Blocks. Damit kannst du halt wirklich den Block in ganz viele Einzelteile zerschnippeln und dann kannst du dann, ich sag mal, Möbel daraus bauen, dass du halt wirklich so kleine Welten hast und dann da oben eine Platte drauf und so und hast den Tisch und so ein Zeug. Ja. Und da kannst du halt auch die Dinger hier zerschnippeln und dann halt daraus dann die richtigen Stretten machen. Also falls du es in einem Video gesehen hast, wahrscheinlich daher. Das kann durchaus sein. Die sind aber echt, das ist ein super praktischer Mod, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Ha. So. Ja, man kann echt Minecraft in jede Richtung wirklich weiterentwickeln, ne? Und also was ich auch schon am Video so gesehen habe mit Spielen, Events und so, mit Slender Mod und was es da nicht alles gibt. Oh ja, und die PvP-Szene ist auch riesig. Ja. Da gibt es auch ein eigenes Spiel für die PvP-Szenerie. Praktisch Minecraft-Stil. Frag mich auch nicht, wie das heißt. Meinst du die Hunger Games? Weiß ich nicht. Das ist also wirklich ein eigenes Spiel. Auch, es sieht auch ähnlich aus wie Minecraft, halt ein bisschen billiger. Aber halt komplett mit PvP. Da gibt es Maschinengewehre und so ein Scheiß, weißt du? Ach so, Ich komme auch nicht auf den Namen. Ich weiß, glaube ich, welches du meinst. Aber die hießen dann. Das habe ich auf Steam gesehen. Das war letztes Jahr auf der Gamescom. Ha. Gab's da eine Booth, da war erstaunlich viel los. Ich war gar nicht auf der Gamescom.
Ich bin nochmal, also das war jetzt das erste Mal, dass ich da hingegangen bin, aber ich fand das cool. Ich bin dieses Jahr wieder da. Naja, klar, warum nicht? Also, ich würde auch hingehen, aber bloß wie gesagt, ich habe derzeit keine Leute, die das wirklich interessiert. Und daher müsste ich dann alleine gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, alleine ist echt. Ich hole mir da halt meine Kumpels zusammen und dann. Aber vor allem, was ich halt vor allem. Da kommt jetzt wieder der LOL-Sucht, die bei uns raus, die geben dann, dann nämlich Codes für besondere Skins wieder raus und dann. Ha. Will ich sie einfach haben, weil dann mein Account mehr wert ist. Lol. Also es ist, finde ich echt faszinierend, wie halt, das ist ja nun mal ein Free-to-Play-Spiel. Ja, ja. Und, da gibt es einen Skin, Pax Twisted Fate heißt der, der ist $800 wert. Das ist kein Witz, die gehen dafür weg. Das ist echt übel und das ist halt dieses, was ich halt so interessant daran finde, wie man für einen Free-to-Play-Game wirklich so viel Geld ausgeben. Auf jeden Fall. Ah, ich muss sagen, ich habe auch damals ein MMO gezockt mit Itemshop und was ich da an Geld reingeballert habe, das kannst du keiner erzählen. Ich war 2000 Euro vielleicht los. Ja gut, aber ich meine über welche Zeitspanne, ne? 2,5 Jahre, ne? Ja, gut. Ich meine, wenn also 2,5 Jahre, wenn man das WoW spielt, sind das allein schon 350 Euro... die man da reinstoppt für monatlich. Ja. Also, hast du noch Slaps oder hast du gerade welche im Ofen geschmissen? Ich bin gerade alle. Okay. Ich auch. Wir brauchen Kohle. Und als nächstes nehmen wir uns auf jeden Fall mal eine ordentliche Schilderung der Truhen vor. Richtig. Damit wir hier wirklich mal einen Überblick kriegt. Aber das sollte das Problem werden. Jetzt gerade langsam mal die ganzen Öfen ab. Vielleicht kriege ich ja noch genug Zeug zusammen. Aber es entwickelt sich ja wirklich schon mal ganz schick hier, muss ich sagen. Ja, wir kommen voran. Ich weiß nicht, die Rückseite, wollen wir die auch wieder mit Glas verzieren oder? Ich überlege gerade. Müssen wir halt gucken, was da am schicksten aussieht, ne? So Gitterstreben. Der Knastbahnhof. A la Game of Thrones, weißt du? Mhm. So, jetzt habe ich hier wieder Zeug. Da hinten. Ach, fuck. Warum habe ich jetzt nochmal kein Holz mit, keine Erde? Ach, verdammt. Mal ganz schnell hier welche abhacken, damit ich hier ein bisschen mich hochpushen kann. Jo. Boah, sag ich mir schon. Und ich kann nicht rechnen. Nix Neues, Norix, nix Neues. Ja, ist ganz schlimm. Übrigens arbeite ich gerade an einer sehr, sehr netten Geschichte und ich freue mich echt schon, wenn die online kommt. Eine Geschichte? Will ich gar nicht erzählen, aber eigentlich gucken eh relativ wenig unsere Minecraft-LPs, sodass ich es eigentlich erzählen kann. Erzähle ich es? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du kannst dir einen kleinen Hint geben, so. Pass auf, nee, kann ich nicht. Das ist das Problem, weil es wurde schon alles verraten und ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll. Ach, verdammt. Richtig. Ich überlege mal ganz kurz, vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich irgendwie sagen könnte, um es nicht komplett zu verraten. Aber ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ein Sammelplatz aller Kraxel-Fans. Ich glaube, das trifft das so ungefähr. Und jetzt geht das wilde Gerate und Spekulieren los. Was zur Hölle ist das? Also ich kann es mir schon denken, aber ich dachte jetzt gerade, dass du meinst, eine Geschichte so wie in Es war einmal vor langer Zeit. Nein. Axel geht über die Schriftsteller. Genau, ein Roman. Hast du irgendwo was zu futtern gerade zufällig? Ich habe hier noch so ein paar Steaks. Kannst du mir 2, 3 rausschmeißen? Ja. Danke dir. Ich hör's schon. Achso, sollen wir mal die Bauhütte weghauen? Die ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Sinnlos können wir machen, auf jeden Fall. ...solid geworden.